Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs, wie immer. Und heute mehr noch in Kärnten, am Ossiacher See. Ja, und da werde ich jetzt nur eine Rennradrunde drehen, ja, zum ersten Mal mit dem Rennrad. Ja, ich glaube, es ist alles jetzt in Ordnung, dass ich jetzt auch gut Rennrad fahren kann und auch die Strecken, die ich ausgesucht habe, jetzt einen Angriff nehmen kann. Aber heute mache ich nur eine Talrunde um den Berg hier, vielleicht ein bisschen größer, bis Bad Kladkirchheim heißt das ja. Und dann wieder hier zurück, 73 Kilometer. Ja, aber kommen noch einige Höhenmeter zusammen, sollen über 900. Also es ist nicht so wenig, aber keine Alpenstraße der Superlative, so wie gestern, sondern einfach nur fahren. Ja, das Rennrad ist neu, relativ neu. Ihr habt das noch gar nicht gesehen auf dem Kanal. Ja, vielleicht sage ich nachher mal noch mal was dazu. Ich habe damit auch was unternommen, was ich nicht gefilmt habe. Da werde ich auch noch mal hier was zu sagen, wenn ich alles nicht vergesse und die Landschaft so schön ist und ja und so weiter und so fort. Aber ich werde jetzt erstmal lospesen, Richtung Osten. Ich fahre ja nicht zur Stadt rein, sondern nehme kleine Straßen. Die nächste Stadt, Feldkirchen, die werde ich nicht durchfahren. Also ein bisschen durch die kleinen Orte und dann geht es immer weiter. Mal schauen, was wird. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Das gibt es auch hier in Österreich, so eine kleine Hütte, wo man sich selbst bedienen darf. Ja, und selbst Kasse mit Karte. Alles ist hier möglich. Vertrauenskasse, einfach und schlicht und einfach und gut. Boah, das warm draußen, Leute. Sehr, sehr schön. Schönes Wetter, aber echt heiß. Bin jetzt hier nur ein paar Meter hochgefahren und die Suppe läuft schon. Boah. Das ist echt wieder Sommer. Mann, erst hat man gemerkt, dass da keine Sonne ist. Jetzt merkt man schon wieder, dass Sonne ist. Ja, was denn jetzt? Aber naja, so ist das halt. Aber zum Radeln ist es trotzdem schön. Ich mache hier heute kein Rennen, nichts. Ich fahre hier ganz gemütlich längs. Einfach nur den Weg genießen. Eigentlich ist es ja eigentlich fast ein Ruhetag heute. Ja, so sieht das hier bei mir aus. Naja, weiter geht's erst mal. Ein bisschen höher. Auf jeden Fall noch. It takes me through the night when I look deep into your eyes. When I look deep into your eyes. When I'll be coming home. Kilometer 20, ich bin jetzt hier eingebogen auf die Bundesstraße. Das ging gerade im Stall bergab zum Örtchen Himmelberg. Da habe ich auch noch mal wieder eine kalte Cola schon mal reingezogen. Nach so ein paar Kilometern. Aber jetzt geht es auch schon gleich wieder steil bergauf hier auf der Bundesstraße. Da oben kommt sogar Serpentin. Aber ich hätte auch gerade abbiegen können, dann wären es ja nur 48 Kilometer gewesen. Naja, wollte ich heute halt nicht. Wollte noch ein bisschen mehr machen. Jetzt geht es noch ein ordentliches Stück hoch, gerade eben bei 750 Meter gewesen. Soll noch bis auf 1100, also es ist noch ein ganzes Stück. Es ist ja nicht gerade der Alpenpass, aber es strengt schon an in der Sonne.
Es läuft in die Augen und oh, naja, was soll man machen? Man macht es ja alles freiwillig. So wie die genauso. Macht alles freiwillig, man muss es nicht machen. Aber es macht schon Spaß, wenn oh, das brennt in den Augen. Das nicht wäre. Aber sehr schön. Ein bisschen unbekanntes Österreich. Die Berge sind hier vielleicht nicht ganz so hoch. Aber sehr hügelig und anstrengend. Also ja, kann so weitergehen. Boah, weiter bergan. So, jetzt bin ich ein ganzes schönes Stück rumgegurkt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin hier am Flüsschen. Die Gurk, so heißt sie wirklich. Ja, hier ist oben die Bundesstraße, aber ich finde, es ist gar nicht so viel los, es ist angenehm. Es geht ja, ein paar Motorradfahrer und so, ist aber ganz normal. Lässt sich gut fahren. Ja, hab mal richtig schön rumgegurkt. Aber jetzt wollte ich was essen. Ja, jetzt ist wieder Abzweig Richtung Bad Kleinkirchheim oder hinter mir die Nockberge und die Nockalmstraße, aber da will ich heute nicht hin. Ja, ein schönes eiskaltes Radler, Wassermelone, Laugenstange, Salami, ja, und ja, Energy. Vielleicht nehme ich noch einen Riegel mehr, was ich noch so mit habe. Aber das ist echt eine geile Strecke gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich fuhr immer bergab, weil es ein wenig jo, Rückenwind hat, wie ich im Moment immer diesen Urlaub habe. Aber naja, ja, das Fahrrad, das steht da so schön. Es ist wieder ein Cube geworden, Cube Attain SLX, ja, mit 2x11 Schaltung. Funktioniert super, es rollt sich richtig gut. Ich strenge mich heute aber auch wirklich nicht an. Ganz ruhig und sinnig fahre ich wieder. Ja, aber es fährt sich gut. Es tut richtig gut, jetzt wieder Rennrad ein bisschen zu fahren. Das ist echt ein Unterschied noch gegen Gravelbike. Also es sind himmelweite Unterschiede. Es ist kein Carbon geworden, nur die Gabel ist Carbon. Ja, und sonst alles funktionell, funktioniert gut. Ja, und ich bin jetzt unterwegs immer nur mit Arschrakete und einer kleinen Rahmentasche. Das langt für solche Tagestouren, wenn ich bedenke, immer mit dieser blöde Rucksack, den ich sonst immer auf hatte. Ja, es ist so echt viel schöner. Es macht richtig Spaß. Ja, ich habe damit aber auch schon eine riesige Strecke gefahren am Stück. Ja, ich habe meinen Rekord, den ihr gesehen habt, diese 310 Kilometer ja, nach Wolfsburg und zurück, Hamburg, Wolfsburg und zurück, das habe ich nochmal getoppt. Ich bin von zu Hause losgefahren,
bis an die Elbe, ein Stück an die Elbe entlang und dann wieder zurück. Und dann waren es am Ende 340 Kilometer. Ich habe es nicht gefilmt, Leute. Es ist hier kein besser, weiter, höher, schneller. Das bin ich nicht. Es war ja auch schön, das nicht zu filmen. Kommt man auch ein bisschen besser voran, obwohl ich da ein paar Schwierigkeiten hatte. Ja, mit Platten, Trinken vergessen. Es wäre sehr spannend gewesen, das zu verfilmen, aber echt. Es war schon knapp am Abbruch, aber ich habe es dann doch durchgezogen. So wurde es ein Rekord von 340 Kilometern. Ja, aber es war da kaum Höhenmeter. Also nicht so wie hier, aber es ist jetzt richtig entspannt, richtig schönes Radeln. Ich mache mir hier ein eiskaltes Radler auf und esse hier gemütlich. Also, dann geht's gleich weiter nach Bad Kleinkirchheim. Ein tolles Bild, muss ich sagen. Jetzt, wo man hier so runter guckt. Wow. Ja, ich bin jetzt runtergefahren. Also ich bin erst raufgefahren, natürlich noch ein Stückchen. Denn Bad Kleinkirchheim bin ich durchfahren. Boah, groß anhalten wollte ich da jetzt nicht. Die Hauptstraße runter ließ sich, naja, geht so runterfahren. Musste man ein bisschen aufpassen. Aber es funktionierte und dann bin ich ja, nicht ganz runtergefahren, um da wieder runter zu fahren, sondern ich bin eine kleine Straße gefahren, abgebogen, ein bisschen hoch und jetzt habe ich diesen Blick hier. Ja, da unten liegt der Ort, ah, wie heißt der, Rathain oder irgendwie so. Da bin ich nämlich letztens hochgekommen von Millstätter See. Ja, der Rest gleich, der wird bekannt sein. Da komme ich gleich wieder an den Brennsee und so, fahre da hinunter, aber heute bei Topwetter, da sieht das nochmal alles ganz anders aus. Es ist echt klasse. Ich bin total gut drauf. Ich strenge mich aber auch wirklich immer noch nicht an. Ich will ja noch ein bisschen ruhig machen, damit ich noch ein bisschen Gutes machen kann hier im Urlaub. Ich habe ja noch eine Woche. Also heute in einer Woche ist Abreise. Naja, also habe ich noch ein bisschen. Es ist echt klasse. Es fährt sich super. Ja, es muss bloß viel getrunken werden, auf jeden Fall. Ich muss hier gleich noch wieder einen Hief nehmen. Aber es ist echt klasse. Es macht Spaß, auch mal ja, nicht so ganz so hoch wieder, sich so überanstrengen, so wie gestern. Und es ist einfach klasse. Und trotzdem hat man noch einigermaßen gute Aussicht, oder? Also geht es jetzt weiter. Ja, ich würde sagen, erstmal zum Brennsee. Das ist ja auch gar nicht so weit. Da bin ich schon an Apfizersee runtergefahren. Dieser kleine zweite idyllische See, Brennsee, bin ich schon vorbei. Ja, richtig tolle Abkühlung hier, so wie man das sieht. Das Wasser ist noch warm. Auf jeden Fall, obwohl das
die letzten zwei Wochen, drei Wochen circa nicht so gutes Wetter war, aber das Wasser ist echt noch warm. Komisch genug. Ich gehe jetzt weiter in den Süden, dem Wind entgegen. Ja, und dann fahre ich dieselbe Strecke auf der Straße wieder runter, wie ich das letzte Mal. Ja, aber da war es vom Mischte der Seewasser trübe. Und das sieht jetzt alles viel toller aus, viel besser. Ja, also mal sehen, wie es jetzt weitergeht, bis ich unten bin. Da vorne ist Villach und deswegen ist jetzt vorbei mit dieser Tour, zumindest kameratechnisch. Ich habe noch 8 Kilometer bis zur Ferienwohnung. Wow, schöne Abfahrt wieder. Die Straße ging, sind ein paar Schlaglöcher drin, aber konnte man gut abfahren, immer 1-3% runter. Das macht Laune. Ordentlich Gegenwind, hier zieht das richtig durch, aber es ist ein sehr warmer Wind, war richtig schön. Also ich muss sagen, es war wieder eine sehr tolle Tour. Für einen Ruhetag bald. Eigentlich wollte ich gar nicht so und das habe ich mir das ausgesucht. Ich bin auch ganz ruhig gefahren. Also angestrengt bin ich überhaupt nicht. Also von den Beinen her oder so kaputt von der Steigung, also gar nicht. Also das hat sich zum Glück gelegt. Ja, und hier muss ich sagen, jetzt hat man ein schönes Eis geholt. Da hinten, da ist noch so ein Eurospar, der Kasten, den man da sieht. Ach, da habe ich mir noch was Schönes Kaltes geholt, ein alkoholfreies Radler. Zum Schluss, zum Abschluss dieses Tages und dann war es das auch. Es war eine schöne Tour, ein bisschen Gegurke an der Gurk, durch die Gurktaler Alpen, glaube ich, so heißen die. War eine schöne, einfache Tour, ja, es wiederholt sich jetzt ab und zu immer mal wieder so ein paar Strecken, aber so wie jetzt, bei Topwetter sah das ja auch wieder ganz anders aus an den kleinen Seen hier. Also es hat mir Spaß gebracht, es war locker, flockig, ja, hört sich so an, anstrengend natürlich war es schon, aber wie gesagt, kaputt gemacht habe ich mich nicht. Also ich gönne mir jetzt eiskaltes Radler. Auf jeden Fall ein schönes Eis und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Es ist 16, 17. Ja, das war es dann auch. Also ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Also denn bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was ich mir denn einfallen lasse, ja, wo ich denn längs fahre. Also denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ja, moin, moin, tschüss, servus. Und wie es sonst so heißt, arrivederci. Bis zum nächsten Mal, euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.